und willkommen zu einem neuen Vlog von mir auf meinem Kanal Noir Art. Mein Name ist Nora und ich würde gerne das Wochenende mit euch gemütlich verbringen, hauptsächlich, und natürlich stricken. Vielleicht sogar auch ein bisschen häkeln. Wir werden sehen, zu was ich komme. Heute ist Samstag, der 24. Februar und es ist jetzt auch schon 13.47 Uhr. Heute Morgen waren wir im Fitnessstudio und bisher hatte ich keinen so tollen Tag, weshalb ich jetzt einfach so ein bisschen einen gemütlichen Nachmittag, ein gemütliches Wochenende allgemein brauche. Meine Hormone spielen verrückt. Ich bin bald wieder an diesem bestimmten Tag im Monat, an dem alles halt kacke ist bei mir. Es ist ja so, dass mich das auch extrem schmerzt, wenn ich meine Periode bekomme, dass ich einfach, PMS auch vorher ohne Ende habe und so weiter. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, aber ja, trotz allem hindert es mich nicht daran, ein gemütliches Vlog-Video aufzunehmen. Ich wollte eigentlich ganz gerne noch ein richtiges so Sit-Down-Video mit euch machen, also wo ich dann über meine weiteren Bücher spreche oder einen Podcast abdrehe, aber die Vögel spielen gerade verrückt draußen. Krass. Ich fühle mich gerade wie in einem Hitchcock-Film. Okay. Ja, ich dachte jetzt dann aber, weil es mir so blöd geht und ich auch wirklich einen beschissenen Morgen im Fitnessstudio hatte, weil diese blöde... Na, ich muss nicht in Details gehen. Das war einfach nicht so cool. Ja, aber weil das eben alles so ist und weil es mir wahrscheinlich morgen richtig blöd geht, dachte ich, ich mache das mit diesen Videos nicht und wir machen einfach nur ein gemütliches Video, wo ich euch einfach zeige, was ich das Wochenende über mache. Also es kommen jetzt, wie ihr merkt, mehrere Vlogs hintereinander, aber sei es drum. Ich würde gerne natürlich an meinen Work in Progresses weiterarbeiten, ist klar. Ich habe zum einen meinen Monday-Sweater immer noch in der gleichen Tasche wie von Berlin und habe da bisher auch noch nicht weiter dran gestrickt. Also ich bin da immer noch kurz vorm ersten. Es müsste dann aber eigentlich insgesamt das dritte schwarze Knäuel sein. Aber seit ich verbunden habe unter den Armen, genau. Also das Knäuel ist immer noch nicht fertig. Es braust mir nämlich wirklich vor diesen vielen losen Fäden hier. Habe ich ja schon öfter drüber geredet, aber es wäre cool, wenn ich das alles in den Griff bekäme und endlich auch mal weiter stricke, weil das wird einfach ein mega cooler Pullover, wenn er fertig ist. Habe ich auch schon mehrmals gesagt. Ich weiß, ich wiederhole mich. Egal, wie dem auch sei, ich habe dann auch noch mein Teststrickprojekt. Das ist das The Lost Halter von Friday Knits. Sie hat aus dieser The Lost-Reihe mit dem gleichen Maschenbild, das sieht dann besser aus, wenn es geblockt ist, hat sie auch noch mehrere Projekte. Und die finde ich alle richtig cool. Und ja, auch das Top wird richtig schön und ich glaube, die Farbe wird auch richtig gut an mir aussehen, wenn man sowas sagen kann über sich selbst. Aber das ist, weil es so ein dunkler, ein kalter Unterton hat, meine Farbe. Ja, hauptsächlich möchte ich aber ganz gerne ein neues Projekt starten. Ich weiß, ich habe 1000 Whips. Ich arbeite auch weiter an denen. Einen richtigen neuen Ausblick bekommt ihr dann tatsächlich im nächsten Strick-Podcast. Deswegen spreche ich über die ganzen anderen Sachen, die jetzt immer mal wieder von mir angefasst werden. Das hört sich so schmutzig an, aber ihr wisst, wie ich meine. Von denen werdet ihr dann ein Update bekommen. Ja, weil ich arbeite immer mal wieder an mehreren Projekten, aber dann habt ihr auch ein bisschen exklusiven Content für den nächsten Strick-Podcast, den ich hoffentlich dann auch nächste Woche wirklich aufnehmen kann. Ja, ich glaube, mein Satz war grammatikalisch noch nicht zu Ende, aber in meinem Kopf eigentlich schon. Deswegen mache ich jetzt weiter mit dem nächsten. Ich würde gerne hier, Petite Knit, ein neues Projekt anfangen. Und zwar den
Champagne Cardigan. Den muss ich jetzt aus meiner Kollektion hier rausholen. Hat übrigens jemand mal gefragt. Ich drucke meine Anleitungen aus. Ich weiß, das ist nicht so besonders toll, zumal ich ja auch ein Tablet und alles habe, aber ich mag das einfach am liebsten, die hier haptisch in einem Ordner zu haben. Das ist so ein Spleen von mir. Ja. Und da habe ich diesen Ordner, einen dicken Ordner und noch einen dünneren Ordner, weil mittlerweile sind es echt viele Anleitungen von ihr, die ich besitze. Die habe ich bei ihr im Shop gekauft, petitknit.com. Genau. Und dann halt alle hier abgeordnet und hier sind diese Anleitungen drin. T-Shirts, Pullover und Cardigans für meine Größen, Frauen, Oberteile. Ich habe dann im anderen Slipover drin, Männer, Pullover und Accessoires, glaube ich. Ja, so viel nur am Rande. Wir holen jetzt mal die Anleitung 4 raus. Die kommt dann in meinen anderen Ordner. Ja, ich weiß. Ist alles ein bisschen komisch, was mein System angeht, aber so ist es halt. Ballon-Cardigan? Nein. April-Cardigan auch nicht. Champagne-Cardigan, da ist er. Genau, und dann kann ich nämlich da schön in meinem anderen Ordner mit stricken. Ach, die Novemberjacke ist auch so schön. Sie hat einfach so tolle Muster. Mit was ist das denn gestrickt? Pergint. Ich habe Pergint hier. Denn Pergint ist auch, soweit ich mich erinnern kann, hier ein Bestandteil. Also sie hat ihre Version gestrickt mit Double Sunday und Tinsrück Mohair, beides von Sandnes Garn, also ein DK Garn mit einem Silk Mohair Garn. Und ich habe auch die Kombi hier, aber ich habe dann bei Ravelry nachgeschaut. Übrigens freue ich mich immer mal wieder ein bisschen mehr an mit dieser Plattform. Ich finde nämlich sehr cool die Option, dass man da bei den verschiedenen Anleitungen dann, ich glaube, in dem Reiter Projekte schauen kann, welche Garne oder generell was andere Personen gemacht haben mit dieser Anleitung. Also ob sie Modifikationen gemacht haben, wenn sie Notizen dazu angegeben haben, dann steht das dabei und eben welche Garne sie benutzt haben. Und anscheinend ist das Pergint auch gut geeignet. Und ich finde das auch richtig, richtig cool. Das ist jetzt ein warmer Ton, ich weiß. Das wird, glaube ich, an mir eigentlich gar nicht so cool aussehen. Zumal eigentlich auch ein Cardigan dafür gar nicht so schlecht wäre. Und er hat halt diese wunderschönen Speckles hier drin. Ne, weil bei einem Cardigan kann ich wenigstens noch ein T-Shirt drunter ziehen, das dann mehr mit meinem Farbtypen passt. Aber ich hätte, also ich finde es trotzdem sehr cool wegen dieser Tweed-Anteile darin. Deswegen habe ich es dann doch auch gekauft. Und ich habe es mir, glaube ich, ursprünglich eigentlich auch für einen Pullover gekauft. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich dann doch damit eher die Novemberjacke zum Beispiel stricken soll. Aber dann sieht man vielleicht die Tweed-Teile auch gar nicht so cool darin. Oh, ich und Entscheidungen, ne? Ja, ich habe es jetzt aber trotzdem mal rausgeholt, weil ich es jetzt doch auch gefunden habe in meinem Stash und es eigentlich doch auch sehr cool finde. Aber ich hätte ganz gerne eine Version mit Mohair. Ich bin eigentlich, Fun Fact, gar nicht so der Riesenfan von Mohair, muss ich sagen. Aber ich glaube, bei diesem Cardigan ist es dann doch sehr cool. Den kann man ja dann doch auch öffnen, sodass, wenn einem doch mit diesem ganzen Fusselhaar zu warm ist, dann ist das vielleicht ein bisschen atmungsaktiver. Oder wenn es doch extrem kalt ist, dann kann man den überziehen und mit dem Mohair ist man dann super gut angezogen. Und irgendwie stelle ich mir das auch einfach schön vom Look her flauschig an. Vom Gefühl bin ich mir nicht sicher, denn ich finde tatsächlich manchmal ist Mohair ein bisschen kratzig.
Kommt natürlich dann, denke ich, auch aufs Mohair an, aber ich bin nicht immer so der größte Fan davon, muss ich einfach sagen. Ja, wie dem auch sei, ich habe mehrere Optionen. Ich hätte nämlich wirklich gerne einen gräulichen Cardigan und eigentlich ganz gerne einen sehr dunklen, schon fast schwarzen Cardigan. Ich trage sehr viel schwarz. Ja, seht ihr bestimmt auch in vielen anderen Videos von mir öfter dann doch mal ein farbiges Oberteil, weil ich dann ab und an doch auch ganz gerne was Farbiges drunter ziehe oder kombiniere eben mit dem vielen Schwarz, geht dann halt sehr, sehr gut. Aber ich fände so ein meliertes Teil sehr cool. Also wenn dann der Cardigan gut auch kombinierbar mit einem schwarzen Top ist, weil es halt grau ist und nicht schwarz, das fände ich cool. So, ich habe zum einen das Highland Wool von Hobby. Nora, das ist nicht grau. Ich weiß. Es ist, ja, grau-lila. Was ich in Kombi, da haben wir jetzt dann den melierten Aspekt mit einem grauen Mohair, das ist Alpaka Blaze, also Acryl, Alpaka und Polyamide, das ist kein Silk Mohair, glaube ich, sehr, sehr cool aussehen würde. Aber dann bin ich doch wieder ein bisschen limitierter, weil es halt keine neutrale Farbe ist, weshalb ich doch lieber zu dieser Kombi tendiere. Das wäre nämlich tatsächlich das Double Sunday in Grau. Das ist die Farbe 1042. Ist halt ein bisschen heller. Deswegen so für den melierten Aspekt habe ich dann noch das Diablo Garn, Acryl, Mohair und Polyamide. Und das ist die Farbe 07, aber ich weiß gar nicht, ob Diablo jetzt mittlerweile bei Hobby aus dem Sortiment gegangen ist oder nicht. Da bin ich mir jetzt unsicher. Aber das zusammen könnte cool kommen, ne? Jetzt schaue ich erstmal, das Highland Wool ist nämlich eh dünner, ne? Wobei, doch, es ist ein bisschen dünner. Also ich sehe es ja auch, aber auch von der Maschenprobe, die angegeben ist, ist es auch ein bisschen dünner. Okay, dann machen wir das weg. Ich glaube, ein Pulli wäre ganz cool daraus, ne? In Kombi mit schwarzen Hosen oder so. Genau. Das ist halt das, wenn man die Qual der Wahl hat. Es ist toll, Garne zu haben, aus denen man auswählen kann, aber auf der anderen Seite ist es halt auch blöd, wenn man sich dann irgendwie doch nicht entscheiden kann. Ja, das ist ein extremes Luxusproblem, ich weiß. Gut, Champagne Cardigan. Was brauche ich denn für eine Nadel? Ich brauche 4,5 und 3. Interessant. Wahrscheinlich 3 für die Knopfleiste. Genau. Und ja, dann werde ich das jetzt einfach mal anschlagen. Ich freue mich. Ich glaube, das wird sehr cool. Ja. Thank you.
einiges später. Ich war duschen, bin deswegen auch in meinem Chiller-Outfit jetzt. Ich war ja vorhin schon im Chiller-Outfit, aber jetzt sieht man es richtig. Es ist kein Bademantel, aber er sieht so ein bisschen aus wie das. Ist ja aber auch okay. Und darunter habe ich schon mein Pyjama an. Also ja, richtig gemütlich. Und ihr seid schon wieder schief. Ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt auffällt, so wegen Hintergrundlinien und sowas. Aber egal. Ich habe euch so ein bisschen was abzudaten, bevor ich mich dann quasi erstmal abmelde bis morgen früh. Vielleicht kommen noch so ein paar kleine Mood-Clips, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Aber ja, das ist jetzt für heute erstmal das richtige, das letzte Update. Es ist jetzt 20.14 Uhr bei mir aktuell und wir werden gleich gemütlich Anime schauen und weiter einfach einen gemütlichen Tag verbringen. Ja, es tut echt gut. Mir geht es jetzt auch tatsächlich ein kleines bisschen besser, so emotional und alles. Auch wenn ich weiß, dass ich bei irgendwie, wenn emotionale Themen aufpoppen oder so, ja, werde ich selbst sehr emotional. So ist es dann halt leider bei mir. Das Letzte, was ihr gesehen habt, ist das, was ich dann tatsächlich wirklich gehäkelt habe. Das sieht jetzt so aus. Das ist eine Balaklava oder Skimaske, wie auch immer man dazu sagen möchte. Hat jetzt zwei Augen. Die sehen noch so ein bisschen unförmig aus, aber ich hoffe, wenn ich das blocke, wird das besser. Beziehungsweise dann auch, wenn man das anzieht. Ich habe das so ein bisschen basierend auf zwei Anleitungen gemacht. Ich wollte sie eigentlich mitbringen von der Couch. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich sehr viele Reihen hier auch noch einfügen musste. Also es war wirklich sehr, sehr lose basierend. Ich werde trotzdem die Designer hier gerne mal einblenden. Auf Etsy habe ich die Anleitungen gekauft. Aber wie gesagt, ich habe dann am Ende doch auch so ein bisschen mein eigenes Ding draus gemacht, aber weil ich sowas jetzt doch noch nie in dem Sinne gehäkelt habe, habe ich da halt so ein bisschen als kleine Hilfestellung immer mal wieder in die Anleitungen reingeguckt. Ich bin mir aber relativ sicher, dass, wenn ihr gut häkeln könnt, dass ihr das auch ohne hinbekommt, komplett. Also man macht halt einfach einen Kreis nach oben und dann häkelt man runter, macht hier eine Augenausschnitte, indem man Luftmaschen macht und dann ein paar Reihen skippt. Und ja, das habe ich am Ende dann einfach nochmal mit diesem sehr, sehr krassen Grün drumherum gehäkelt. Es sieht in der Kamera noch krasser aus, was sehr, sehr cool ist. Das ist übrigens Amigo, glaube ich, XL von Hobby, das Acrylgarn. Und ich häkle es mit einer 5 mm Häkelnadel. Und ja, halt dann einfach noch das schwarze Garn dazu. Ich mag dieses Acrylgarn sehr gerne. Es fühlt sich, finde ich, für ein Acrylgarn sehr gut an. Ich habe damit gar keine Probleme. Und bei sowas ist Acrylgarn, glaube ich, eigentlich gar nicht so schlecht, weil das waschbar ist und dann halt auch wieder ganz gut in die Form zurückspringt und nicht irgendwie extrem, ja, ne, die Form verliert. Allerdings ist das für einen Arbeitskollege, also das ist eine Auftragsarbeit, das wollte ich noch dazu sagen, falls sich jetzt Leute wundern, warum ich sowas häkle. Ich wurde da beauftragt, bekomme auch Geld dafür und alles, also das haben wir einfach unter uns ausgemacht. Und ich mache jetzt erstmal so eine Art Probeversion, ob sie ihm zum einen passt und ob ihm halt auch das Material gefällt, weil es ist ja doch auch relativ dickes Acrylgarn und er möchte das halt auf einem Festival im Sommer anziehen, soweit ich das verstanden habe. Da sollen dann auch noch so Bunny-Ohren dran und das wird dann schon eine schwitzige, warme Angelegenheit. Deswegen dachte ich, eventuell vielleicht auch Baumwollgarn. Nur das Problem mit Baumwollgarn ist halt, dass es schnell die Form verliert. Was macht jetzt dieser Kater da wieder im Hintergrund? Peter? Ja. Also ich werde ihm vielleicht dann sogar noch eine
Version mit Baumwoll, also erstmal vielleicht dann auch so viel oder die ganze Version. Die werde ich jetzt vielleicht komplett fertig machen, also noch mit einer Mundöffnung. Das ist, glaube ich, auf einem Festival auch nicht schlecht. Dann kann man noch ein bisschen was, ja, an Flüssigkeit zu sich nehmen. Wasser, hoffentlich tut er das. Ja. Es hat Spaß gemacht bisher schon, muss ich echt sagen, da so ein bisschen rumzutüfteln für mich und alles, das so auszuprobieren. Und ich glaube, es wird am Ende auch sehr, sehr cool aussehen. Ich weiß halt nur nicht, ob das nicht wirklich echt zu heiß wird, aber wahrscheinlich wird es so oder so zu heiß, auch mit Baumwollgarn. Da muss ich ihn dann einfach fragen und mal schauen. Ja, aber das ist das. Und dann habe ich natürlich den Cardigan. Hier, ja, meine Version des Champagne Cardigans. So sieht jetzt mein Garn aus und ich liebe es. Es ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, es wird am Ende auch sehr cool auf meiner Haut, so mit dem Farbton und sowas alles aussehen. Ich liebe, wie das meliert ist. Ja, das ist das erste Mal, dass ich so einen melierten Effekt stricke und ich sehe das ganz, ganz häufig bei Leuten, wenn sie auf Instagram ihre Fotos posten. Ich finde es immer wunderschön. Jetzt habe ich es endlich hinbekommen. Ja, die German Short Rose Reihen. German Short Rose Reihen, genau. Oder halt einfach Ro German Short Rose, weil Rose heißt Reihen auf Englisch. Die habe ich jetzt hinter mir und ja. Mach jetzt einfach abwechselnd rechts, links, bei rechts dann Raglan-Zunahmen, bis es dann die gewünschten Zunahmen hat, um die Ärmel wieder vom Körper zu trennen. Und es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich finde es toll, einen Cardigan zu stricken. Und das stricke ich ja zusammen mit meinen Kanalmitgliedern in der Stufe 3, also in der höchsten Stufe. Das sind meine Handmade Heroes, Maya und Selin. Und es ist eben was, ja, das wir uns gemeinsam zusammen ausgesucht haben. Wir haben eine Instagram-Gruppe, also jeder, der eventuell da auch in diese Kanalmitgliedschaftsstufe möchte, der kommt dann auch in die Instagram-Gruppe und da kann man dann auch immer mal wieder zusammen was stricken oder häkeln. Und ja, ich werde die beiden jetzt mit immer mal wieder so einfügen, während wir dieses Projekt zusammen stricken und sie haben beide auch so unfassbar schöne Garne ausgewählt, finde ich. Also auch eine Kombi jeweils mit einem wahrscheinlich dann auch Merino-Garn oder halt Wollgarn und einem Silk Mohair. Und beide haben tatsächlich auch jeweils ein handgefärbtes, also von ihnen selbst handgefärbtes Garn benutzt. Und das finde ich unfassbar schön. Wir haben hier Mayas Version. Ich füge euch das Foto ein. Ein sehr, sehr schönes Braun, das so meliert ist und dann irgendwie auch so ein bisschen ins Beige geht. Finde ich wirklich sehr schön, wenn das Leute mögen. Also ich persönlich mag das an mir einfach nicht so gerne wegen meines sehr hellen Hauttons, ne? Wobei das ja schon eher auch so ein bisschen ins Bräunlichere geht. Dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Auch wenn ich eher so ein kalten Braunton für mich bräuchte. Das sage ich jetzt alles nur dazu. Keine Sorge, ich beziehe nicht immer alles auf mich, aber das sage ich nur dazu, weil ich öfter ja schon mal gesagt habe, dass ich so Brauntöne und Beigetöne nicht so gerne mag. Aber nur, wenn ich sie anziehen soll. An sich finde ich eigentlich alle Farben schön. Also ich glaube, ich habe keine Farbe, die ich irgendwie nicht mag. Ich bevorzuge manche, aber ich habe auch sehr viele, die ich mag. Ja, das alles, wie gesagt, nur am Rande. Ich mag das sehr, sehr gerne, was Maya da handgefärbt hat. Ich finde es unfassbar schön und eben auch, wie das dann zusammen mit dem Mohair aussieht. Und dann haben wir Selins Version und hier ist ihr Foto. Und in ihrer handgefärbten Version ist auch noch so ein bisschen lila drin. Ja, und das finde ich einfach auch unfassbar schön mit diesen lila Punkten und ja, kleine Info am Rande. Sie benutzt Maschenmarkierer von mir aus dem Shop. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut, als sie das Foto gezeigt hat. Und ich finde es einfach auch sehr schön, wie das im Maschenbild aussieht mit dem Mohair zusammen. Also es ist ein 1:1 Match und die pinken
Sprenkel, die kommen so gut rüber. Also bei beiden finde ich das mit diesen Farbverläufen, Sprenkeln einfach richtig schön. Ja, ich glaube, das werden tolle Cardigans, oder? Meiner ist da schon fast ein bisschen langweilig im Vergleich, weil beide halt wirklich handgefärbte Sachen benutzen und da unfassbar kreativ sind. Also ein Lob an meine Handmade Heroes. Richtig, richtig tolle Projekte, beziehungsweise handgefärbte Garne und alles. Und ja, ich hoffe, die beiden haben auch ganz viel Spaß. Wir schicken uns, wenn wir jeweils dran arbeiten, täglich ein Foto, wo wir gerade so sind. Kann natürlich sein, dass mir das mal unterschiedlich jemand nicht weiter stricken kann. Dann ist das so. Wir machen das ganz gemütlich, jeder so nach seinem Tempo. Genau. Ich glaube, jetzt habe ich euch alles gesagt, was ich sagen wollte. Oh, dieser Tee ist einfach unfassbar toll. Das ist mein Lieblingstee. Mediterraner Pfirsich von, ist es Teekanne? Ja, Teekanne. Habe ich jetzt bestimmt schon 10 Packungen von gekauft. Oder sogar noch mehr. Weil sobald er leer ist, wird eine neue Packung gekauft. Und ja, ich werde mir jetzt eine neue schwarze Acryl, Packung, hätte ich jetzt fast gesagt, ein Garn schnappen und weiter Handarbeiten auf dem Sofa, während wir Anime schauen. Den Namen fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber ist auf jeden Fall ein cooler Anime. Zero irgendwas. Ich kann es gerne einblenden, falls ich ihn dann nachträglich rausfinde. Ja, wie gesagt, vielleicht kriege ich es hin, noch ein paar Clips aufzunehmen, aber ansonsten sehen wir uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Ich glaube, kurz vor 4 Uhr nachmittags. Ja, gerade auf die Uhr geguckt, die sehe ich von hier. Ja. Ach, hier ist ja eine Katze, sehe ich jetzt erst. Chillt auf einem meiner Projekte natürlich in der Sonne. Wie soll es anders sein? Die liebe Hollili. Ja, ich habe heute starkes Schwindelgefühl. Also ich bin aufgewacht und wäre wirklich fast umgekippt. Ich weiß auch nicht. Das hatte ich jetzt noch nie. War ein bisschen gruselig. Nach Recherchen ist es anscheinend aber leider auch was, das normal ist während PMS, während der Periode, wie auch immer. Manchmal ist es, ich weiß auch nicht. Ich sollte nächsten Monat mal meinen Frauenarzt vielleicht auch wirklich wechseln, weil ich halt auch ständig zu hören bekomme, ja, naja, das kann sein, ja, das passiert, ja. Nichts Unnormales daran. Damit müssen Sie leider leben. Und das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Naja, wie dem auch sei, wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht. Wir waren am Schloss, wie ihr gesehen habt, weil ich eben auch gelesen habe, dass es anscheinend helfen soll, wenn man sich ein bisschen bewegt. Wir haben es nicht übertrieben. Wir sind mit der Bahn in die Innenstadt gefahren und sind dann dort einfach nur ein kleines bisschen rumgelaufen und haben uns einen
Smoothie gekauft. Ich glaube, so ein paar Vitamine haben dann auch mal noch geholfen. Und es geht mir jetzt besser, aber ich habe immer noch so ein leichtes Schwindelgefühl. Aber immerhin nicht so krass wie heute Morgen. Das alles am Rande. Ich habe die Balaklava. Sie sieht irgendwie echt gruselig aus. Soweit an sich fertig. Ich wollte sie eigentlich hier dann enger werden lassen mit Abnahmen, die ich dann auch schon eingehegelt habe. Also ich habe da mehrmals rumprobiert, aufgeribbelt, wieder neu gemacht und so. Und habe jetzt einfach circa auf ein bisschen länger als meine Kinnhöhe. Ich muss ja damit rechnen, dass da ein Männerkopf reinkommt und nicht mein Kopf. Ich habe es auch meinen Freund nochmal anprobieren lassen und so weit, so gut. Also ungefähr auf Kinnhöhe habe ich einmal eine Abnahmereihe gemacht und mache dann jetzt ein längeres Rippenbündchen. Ist halt jetzt schwarz. Aber vielleicht könnt ihr so ein bisschen die Rippenstruktur erkennen. Das ist halt mehr Stretch und soll dann hier unten einfach ein bisschen dann, ja, das alles vervollständigen. Keine Ahnung, warum ich gerade Probleme hatte, diesen Satz rauszubekommen. Ja, ich glaube, da muss ich noch ungefähr die gleiche Länge machen und dann kann ich das in der Runde verbinden und hier eben dran häkeln, sodass man da unten Möglichkeit hat, halt gut reinzuschlupfen, aber es schließt dann doch so ein bisschen besser ab. Das war meine Hoffnung. Und das alles ist halt auch nicht in den Anleitungen drin. Das mache ich jetzt auch einfach selbst, weil die Anleitungen meinen, man soll dann halt einfach gerade runter häkeln. Mein Problem ist damit aber, dass das dann super locker fällt und komisch rumschlackert. Und wenn da dann eben noch diese Bunny-Ohren dazukommen, ich weiß nicht, ich fand das alles nicht so cool. Deswegen habe ich mich jetzt mal dafür entschieden. Ich hoffe, dass das dann auch so cool rauskommt, wie ich mir das vorstelle, dass es meinen Arbeitskollegen dann auch gefällt. Das sehe ich dann am Dienstag, weil ich am Dienstag ins Büro gehe. Ja, ob ich noch eine Baumwollversion bis dahin hinbekomme, werde ich dann auch sehen. Aber dann hat er immerhin schon mal ein bisschen was, ein Prototyp, den er sich anschauen kann und entscheiden kann, ob das was für ihn ist, ob ihm die Wolle zu dick ist, pipapo, all die Punkte, die ich schon erzählt habe. Also ja, es geht voran. Ich bin froh, dass ich das soweit jetzt schon mal habe. Ich denke, da bekomme ich die Maske an sich auch heute Abend noch fertig. Ja, da geht's voran. Genauso voran geht's auch an meinem Champagne-Cardigan. Ich muss immer kurz überlegen, wie der Name nochmal war. Also ich habe ein paar Runden mehr gestrickt. Vielleicht sieht man das. Und ich bin richtig verliebt in dieses Grau-Melierte. Ich finde es richtig cool. Ich hatte zuerst überlegt, ob es mir nicht dann doch zu dunkel ist. Dann war es mir nicht dunkel genug. Aber ja, ich finde es richtig toll. Jetzt mittlerweile, ich liebe es sehr, freue mich auf das Endergebnis. Also das macht auch sehr viel Spaß, das zu stricken, obwohl es ja auch viel Linksstricken ist, macht es mir trotzdem sehr viel Spaß. Also vielleicht bin ich so ein bisschen über das Linksstricken hinweg, weil es halt auch Raglan von oben ist, ne? Ich glaube, ich habe tatsächlich mit Linksstricken hauptsächlich nur Probleme, das ist jetzt auch übertrieben gesagt, wenn ich Paneele stricken muss. Also flach stricken und das dann alles zusammennähen, ist immer noch nicht so ganz mein Freund. Vielleicht komme ich irgendwann noch dahin, vielleicht auch nicht, aber ist auch okay. Ich habe ein paar Anleitungen immer noch hier, die so gestrickt werden oder gehäkelt werden. Wobei beim Häkeln ist es dann halt auch doch nochmal was anderes, ne? Finde ich persönlich. Ja, macht dann aber auch nichts, wenn das so ist. Dann denke ich mir einfach, Nora, chill. Kein Drama, du bekommst es hin. Einfach Augen zu und durch und am Ende hast du was Schönes und ja. Aber wenn ich mich dafür entscheiden kann, würde ich tatsächlich doch lieber Raglan von oben, beziehungsweise einfach an einem Strick Strick, an einem Stück stricken. Wow. Ja. Und auch beim Teststricken bin ich weitergekommen. Da habe ich ein paar Reihen auch weiter gestrickt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr das erkennen könnt, dass es länger geworden ist, aber das ist es auf jeden Fall. Es sieht sehr winzig aus, ich weiß, aber es ist halt auch sehr dehnbar. Und so sollte es eben auch sein. Es hat einen sehr
großen negativen Spielraum. Ich glaube 10 bis 20 Zentimeter sogar. Und ist auf jeden Fall für meine Größe ausgelegt. Also das passt. Ich habe auch bei der Maschenprobe die Anzahl erreicht, die ich gebraucht habe. Ja, und so sieht mein erstes Knäuel aus. Es wird ein bisschen dünner. Genau. Am Mandelswetter habe ich jetzt nicht weiter gestrickt. Ist aber auch okay. Vielleicht komme ich später noch dazu. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe gerade sehr viel Spaß mit diesen Sachen. Und ich weiß, es sind alles neuere Dinge. Aber wie gesagt, ich stricke nebenher doch auch immer noch ein bisschen an meinen Work in Progresses. Wenn jetzt auch nicht der Mandelswetter. Aber ja, da kommt dann in einem Strick-Podcast bald ein Update dazu. Ja, jetzt gehe ich wieder auf die Couch. Wir schauen den Anime weiter. Wobei Arma jetzt gerade Tekken spielt. Da ist ja auch ein neues Tekken rausgekommen. Wir haben auch ganz am Anfang zu zweit gespielt und ich habe ihn mehrmals besiegt. Ja, jetzt mittlerweile ist er allerdings so gut. Da kann ich nicht mehr mithalten. Also nee, hat mich jetzt ganz lange schon überholt. Genau. Also so sieht bisher einfach unser Wochenende aus und ich liebe es. Wir hatten zunächst auch tatsächlich Pläne für heute mit meinem Vater und meinem Bruder ein bisschen was zu machen. Aber dadurch, dass es mir halt nicht so gut geht, dass jederzeit sein kann, dass ich meine Periode bekomme und es mir dann halt wirklich richtig, richtig doof geht. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen arg Schiss davor. Das ist wirklich kein gutes Zeichen, weshalb ich da mal zu einem Arzt gehen sollte. Ich weiß, ich beschwere mich ja auch schon öfter oder länger schon bei euch, aber bisher war es halt immer so, dass mir kein Arzt helfen konnte oder es halt immer ja als normal dargestellt wurde. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt dann beim nächsten Besuch Glück habe mit dem nächsten Arzt, der Ärztin, je nachdem. Bisher war ich immer bei Ärztinnen. Vielleicht sollte ich auch mal zu einem Hausarzt. Ich habe nämlich auch keinen richtigen Hausarzt. Ja. Bei mir in Ärzten, das ist dann doch immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin ja aber auch zum Glück nicht extrem drauf angewiesen. Bis jetzt halt auf diese Sache, die ich einmal pro Monat habe, geht es mir eigentlich gut. Und das ist auch wirklich schön. Aber ja, wenn ich dann mal zu einem Arzt musste, in der Vergangenheit war das eher so, das ist sehr, sehr blöd, ich weiß. Aber genug gemeckert. Ich dachte nur, ich erzähle es, vielleicht hilft es irgendjemandem, der sich verstanden fühlt, dem es ähnlich geht. Ich suche keine Ratschläge, bitte versteht es nicht so. Ja, mir geht es einfach nur darum, über meine Situation allgemein zu sprechen. Wahrscheinlich auch, damit ihr irgendwie noch ein bisschen einen anderen Content bekommt. Außer ein langweiliges Wochenende, wobei ich halt wirklich es sehr genieße. Und ich weiß jetzt auch nicht, wohin ich mit diesem Satz wollte. Deswegen gehe ich jetzt wirklich auf die Couch, chill weiter und ich denke, ich melde mich dann abschließend noch einmal bei euch. Okay, ihr Lieben, es ist Montagabend. Ich habe mich gestern Abend nicht mehr bei euch gemeldet. Ja, wieder kein so guter Tag für mich gesundheitlich irgendwie. Entweder ist es weiterhin PMS oder es bahnt sich eine Erkältung an. Ich weiß es nicht. Bin mal gespannt, wie es morgen wird, weil ich eigentlich ins Büro möchte und ich natürlich aber auch niemanden anstecken will. Also mal schauen, wie es mir morgen geht. Werde ich sehen, wie dem auch sei. Ich wollte euch ja final noch sagen, was so handarbeitstechnisch passiert ist, damit wir diesen Vlog abschließen können. Und ja, am meisten ist tatsächlich bei meiner Auftragsarbeit für meinen Arbeitskollegen passiert, damit ich ihm dann eben eventuell morgen zeigen kann, wie ihm das gefällt oder halt ja das Prototyp an sich zeigen kann. Den Prototyp, sagt man, ne? Genau, also wir haben hier diese Balaklava, jetzt fertig, diese Sturmmütze. Ich habe hier unten das halt, ja, wie ich ja schon gezeigt habe, so stretchy gemacht und dann angenäht. Ich bekomme es über meinen Kopf. Ich hoffe, es passt auch bei ihm. Und dann habe ich angefangen, eine Version mit Baumwollgarn. Und da ist halt das Grün nicht ganz so
Neon, aber trotzdem denke ich schön hell und strahlend. Und mal schauen, was er sagt. Die ist ein bisschen kleiner. Demnach weiß ich nicht, ob sie ihm passt, aber das wird sich auf jeden Fall ausleiern. Von daher ist es vielleicht sogar ganz gut, dass ich jetzt am Anfang das fester gehäkelt habe mit dem Baumwollgarn. Das ist Baumwollgarn auch von Hobby. Alles übrigens selbst gekauft. Und ja, ich habe da jetzt nicht weiter gehäkelt. Also zum einen habe ich jetzt dann auch keine Zeit mehr gehabt, aber zum anderen weiß ich halt nicht so hundertprozentig, ob er wirklich eine Mundöffnung haben will oder nicht. Deswegen habe ich das jetzt mal nur so bis ungefähr dahin gemacht, wo ich wahrscheinlich dann die Mundöffnung mache. Und dann werde ich ihn halt einfach fragen, was er davon hält. Entweder dann per Fotos oder ja, im Büro morgen. Dann haben wir den Cardigan. Da habe ich ja dann auch noch zu sagen, wie weit meine Handmade Hero Mitglieder geworden sind. Maya ist die, die glaube ich jetzt am weitesten von uns ist. Sie ist so weit und das sieht richtig, richtig cool aus. Und auch Selin, sie ist so weit. Auch bei ihr finde ich es richtig cool. Ich glaube ungefähr Selin und ich sind relativ gleich auf. Das ist es jetzt bei mir. So würde man den Cardigan dann halt tragen. Da kommt ja dann noch so ein Buttonband, eine Plakette oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte, dran. Und ja, ich bin richtig zufrieden mit meinem Garn. Ich liebe es. Ja, und Teststrickoberteil ist auch ein bisschen länger geworden, aber ich weiß nicht, inwieweit ihr das sehen könnt, dass es gewachsen ist. Aber das, denke ich, kriege ich die Woche auf jeden Fall noch fertig, was gut ist, weil dann geht direkt das nächste los. Und ja, damit sind wir am Ende des gemütlichen Wochenend-Vlogs, das ich auch wirklich gebraucht habe nach der Woche Berlin. Und da ist mir halt so gemischt ging jetzt am Wochenende, beziehungsweise es so aussieht, als würde das jetzt die Woche über noch weitergehen. Wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Je nachdem kommen jetzt dann mehrere Videos die Woche oder halt auch nicht. Ja, so ist es. Ja, und vielen, vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Das sage ich jetzt gerne nochmal so mit dazu. Ich füge das ja immer ganz am Ende als Abspann noch mit ein, aber ich denke, heute ist es angebracht, das auch mal wirklich auszusprechen. Ich bin dankbar für euch alle, wenn ihr mir zuschaut, wenn ihr mir ein Like gibt, wenn ihr mich abonniert. Das hilft mir ungemein und natürlich hilft es mir noch umso mehr, wenn ihr Kanalmitglied werdet. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Inwiefern auch immer, Etsy-Bestellungen, pipapo, das ist alles immer wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!